Ja, hi, hier ist der Oliver Session und ich zeige euch von Yamaha the new Revstar Series. Yamaha Revstar Series. Und ich muss sagen, wow, was ist Revstar Series? Ich bin gerade vorhin ins Lager gelaufen und habe mir gedacht, was steht denn da? Neue Gitarren von Yamaha. Revstar Series habe ich noch nie gesehen. Habe ein bisschen gegoogelt und habe mir gedacht, okay, warte mal, wie lange ist es her, dass Yamaha eine neue Serie an den Start gebracht hat? Irgendwie mindestens mal 10, 15, vielleicht 20 Jahre. Ich meine, ihr kennt alle die Pacifica, natürlich auch die SG Series, die von Santana gerne gespielt wurde und so weiter. Und irgendwie hat sich Yamaha, finde ich, so im Gitarrensegment ein bisschen rar gemacht. Ne? So richtig fette Dinger gab es irgendwie nicht. Und insofern war ich sehr interessiert, dachte so, okay, Revstar Series, was steckt dahinter? Ist natürlich cool, wenn sich eine Firma so ein bisschen, wenn es darum geht, ein neues Produkt zu designen, auf die Tradition beziehen kann, die es schon gibt, aber dennoch natürlich eigene Designs entwickeln kann. Da ist natürlich eine Firma wie Yamaha sehr, sehr viel unabhängiger und freier als beispielsweise Gibson oder Fender, die natürlich immer wieder ihre ganzen historischen Sachen an den Markt bringen wollen. Natürlich, dafür stehen sie auch da, und Yamaha ist da natürlich weitaus moderner, ist ja auch klar. Ich meine, ihr kennt Yamaha natürlich nicht nur von Gitarren, ich meine, die bauen Bootsmotoren, Kühlschränke, vielleicht auch Flugzeuge, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall auch Motorräder. Und gerade hier habe ich die 820er CR Coffee Racer. Ist so angelehnt an diese geilen Motorbikes, die so ein bisschen aufgepimpt sind. Auch hier die Farbe, so Rusty Red, ja, mit diesen Racing Stripes. Ist absolut stilprägend für diese Gitarrenserie. Ne? Voll geil. Marconi Rücken, Marconi Hals, wie sich das gehört. Für eine Humbucker Gitarre mit durchgehendem Hals. Und natürlich eine Maple-Decke obendrauf. Ne? Selbstentwickelte Humbucker am Start und natürlich 3-Wegeschalter, wie sie es gehört, sonst gar nichts. Ne? Und es klingt natürlich sehr, sehr direkt. Finde ich natürlich super geil. Geht so in diese Richtung, ja, schon so Humbucker-orientierte, durchgehende Gitarre. Gibt es natürlich viele Vorbilder, in dem Fall passt's. Ne? Voll geil. Gibt 8 Modelle aus der Revstar Series. Bin wirklich sehr, 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 sehr überrascht, dass Yamaha wirklich wieder so geil am Start ist. Habe ich gar nicht erwartet, aber umso besser, dass es so ist. Ne? Und natürlich 8 Modelle. Ich habe euch heute mal von den 8 Stück 2 mitgebracht. Die 720er mit Bixby. Werde ich da am besten auch gleich jetzt mal zocken.
in diesem geilen Ash Grey, klingt auch Mörder. Muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst, ich dachte sogar, okay, Gitarren im unteren Preissegment, oder unteren Preissegment, aber natürlich für meine Verhältnisse, ich bin da immer ein bisschen so ein bisschen arrogant unterwegs und finde die teuren Sachen immer besonders geil und dann sehe ich so, okay, Gitarren aus Fernost. Gitarren aus Fernost, natürlich immer so eine Geschichte, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ne, und habe mir so gedacht, okay, gerade bei der auch, klingt wirklich sehr, sehr offen. Ne? Also gerade die Höhen sind so ein Ding, die sind manchmal schwer zu kriegen, deswegen auch natürlich auch eine Aaron-Decke und selbstentwickelte Pickups, weil da sind natürlich auch die Höhen zu finden. Klingt Hammer, ne? Geil, wenn ich dann so eine Gitarre spiele und merke, so, was die Gitarre eigentlich möchte. Ne? So dieses so durchgehende, sustain-orientierte ist natürlich immer der Knaller. Ich gehe mal eine Gainstufe runter. Es gibt ein geiles Feature bei der Revstar Series. Ihr habt hier so eine Art Low-Cut. Ja, damit lässt sich hier, kann man es mal zeigen, es ist kein Humbucker-Split. Ich dachte es erst, aber ich habe mich extra Lars noch angerufen. Dankeschön für die Info. Es ist ein Low-Cut oder ein High-Pass-Filter, wie sich das gehört. Das heißt, ihr könnt direkt die Gitarre ein bisschen dünner machen, weil oft ist es so, dass Humbucker-Gitarren so ein bisschen wegschwabbeln. Das ist zwar ganz geil, wenn man so seelenverliebte Solotöne spielen will, aber für so Rhythmussachen ist es oft ein bisschen zu viel. Wenn die Bässe da so wummern, insofern habe ich es ein bisschen dünner. Ne? So klingt es ohne. Ne? Und somit. Oder Humbucker rein vorne. Auch geil für die Rockgeschichten, die so ein bisschen angezerrt sind. Da kann ich mir natürlich auch ein bisschen diese Höhen herholen. Super, super geil. Ja, man hat sich bei Yamaha wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen. Hat sich echt überlegt, was braucht die Welt, was wollen wir als Yamaha natürlich für eine Gitarre an den Markt bringen. Und ich muss sagen, die Gitarren sind, was das Halsprofil angeht oder wie sie auch am Körper liegen, wirklich unglaublich geil. Man hat echt das Gefühl, die Gitarre ist perfekt ausbalanciert. Ja, wir haben natürlich eigene Hardware am Start, eigene Pickups am Start, eigene Designs am Start. Im Prinzip alles das, was eine Gitarrenserie braucht. Hier natürlich das Yamaha-Zeichen, was ihr normalerweise vom Tankdeckel von den Motorrädern kennt. Das ist natürlich auch ein geiles Feature. Ne? Also super, super geil. Bis aufs Bixby ist, glaube ich, alles von Yamaha. Natürlich auch ein Marconi Body, Marconi Hals, Palisander Griffpad mit wirklich einzigartigen Einleg-Inlays oder Inlays, voll geil. Echt super. Also mir gefällt es wirklich gut. Musik.
Voll geil. Ich gehe nochmal auf die Rusty Red, das ist eine geile Farbe. Vor allem die Idee, dass man sagt, okay, wir nehmen mal die Coffee Racer Motorräder und lassen uns davon so ein bisschen inspirieren, ist natürlich voll fett. Ich meine, Racing Stripes hat man öfter bei Gitarren, ne? Aber in dem Fall natürlich mit der Historie von Yamaha, finde ich echt ein geiles Augenzwinkern, super Idee, ja, voll fett. 820er, Hammer. Da merkt man so den Unterschied von Bixby zu so einem Stop-Tailpiece, ein bisschen direkter, ein bisschen weniger weich, ne? Und kriegt so ein bisschen mehr Kante drauf, ne? Wieder fast am Ende. Ich habe euch heute die neue Revstar Series von Yamaha gezeigt. Natürlich habe ich euch heute die 820er nur mitgebracht und die 720er mit dem geilen Bixby Tremolo. Ihr müsst natürlich zu uns in den Laden kommen oder mal auf unserer Seite zumindest mal schauen, was die neuen Modelle wirklich auszeichnen. Mir hat super gut gefallen und vor allen Dingen müsst ihr sie selber clean spielen. Mit Spaß gemacht und sagt tschüss.